Hallo und herzlich willkommen zu Part 15 von City Skyline. Wir haben vor, in diesem Part hier vorne ein bisschen auszubauen, zu verschönern, vielleicht dieses Gebiet hier nochmal zu verändern. Das hier scheint mir nicht so richtig durchdacht alles, das gefällt mir nicht. Da werde ich noch was machen müssen. Unter anderem auch, um diese Designlinie hier auch durchzuziehen. Letztendlich, wir haben hier diesen Kreisverkehr halt. Letztendlich ist die Stadt ja mehrere Kreisverkehre, die ineinander verschlungen sind. Ein gigantischer, der außen rum führt. Dann haben wir einen kleineren, der so lang führt. Automatisch haben wir auch einen, der so lang führt. Das gleiche gilt für die Seite. Automatisch haben wir einen, der so lang führt. Wir haben diese Kreisverkehre. Und das alles in allem führt dazu da, dass die Verkehrssituation ziemlich entspannt ist. Ja, gut, okay. Es gibt auch hier natürlich Knackpunkte, das weiß ich. Aber das ist trotzdem in Ordnung auf die Weise. Denn es sind wirklich wenigere Knackpunkte. Wenigere, okay, was auch immer ich damit probiert habe zu sagen. So. Ich verlege jetzt die Müllanlage, genau. Und habe jetzt hier nochmal ein bisschen Freiraum für eine Industrie. Der Charme ist einfach, wenn die hier hinten dran ist, müssen die Müllabfuhren erstens in die Richtung fahren und können dann halt in die Richtung weiterfahren und belasten damit diesen Verkehr nicht, während diese Müllabfuhren halt hier lang fahren können, nicht müssen. Müssen tun sie wahrscheinlich sowieso nur das, was sie wollen. Ja, da haben wir wieder eine riesen Freifläche, gefällt mir gar nicht. So. Das hier ist ja Landwirtschaft. Mal kurz überprüfen, genau, okay. Und hier hinten ist natürlich das Sonnenkraftwerk gerade angeschlossen. Ach hier, das Wasser hat sich entspannt so ein bisschen. Gucken wir mal kurz nach der Leistung. Wir sind wieder bei 176 Megawatt angekommen. Genauso sollte es sein. Also so ein Stufenstaudamm bringt es halt nicht wirklich an dieser Stelle. Ein Stufenstaudamm würde es auch hier nicht bringen, weil wenn ich hier einen bauen würde... Nee, Strom. Fließt das Wasser zwar da lang, ja, aber das Wasser würde sich ja stauen und würde dann vermutlich sogar da lang wieder fließen anschließend. Ich weiß nicht, wie tief da die Simulation geht. Ist ja auch unwichtig, wir brauchen 28.000 Bewohner. Was für ein Break. Wie komme ich darauf? Ich will ja hier unten weiterbauen, habe ich ja gesagt. So. Hier behalte ich die Kurve bei, die wir schon hatten. Ja, da habe ich mich verschätzt. So ungefähr. Nee, auch nicht sehr hübsch. Ja, so richtig schön hinkriege ich das nicht. Eigentlich müsste ich so machen. Ja, genau, machen wir das so. Gut. Planungsphase. Wir bauen hier wieder Richtung Autobahn die Büros. Ich finde, das hat sich echt gut gemacht die letzten Male. Ach nee, das ist das falsche Tool dafür. So. Ruhig bis hier vorne ran. Okay. Das hier wird, wie gesagt, Bürogebiet. Und auch schon jetzt so seinen Naturzaun. Mal davon abgesehen, dass die Autobahn ja eh lärmgeschirmt ist. So. Wird mit dem Büro eigentlich gerade angefragt? Ja, wird.
Achso, Wasser. Ah ja, okay. Zufallstreffer, perfekt. Genau, hier haben wir noch die alten Rohre von der alten Pumpstation. Nee, von der alten Abwasserstation. Das habe ich aus Seuchenschutzgründen jetzt einfach mal abgebaut gehabt. War klar, dass hier ein kleines Stück übrig bleibt. Brauchen die Solarkraftwerke kein Wasser? Kommt Leute, ich habe so viel Geld, ihr kriegt das einfach mal. Wie viel Geld habe ich denn? 320.000. Ich hatte schon mal mehr. So, wassertechnisch haben wir alles gemacht, was wir machen mussten. Diese Gegend hier wird ganz grundsätzlich Bürogebäude. So. Und hier das. Ja, Ziegel, egal. War jetzt mein Fehler. Normalerweise plane ich immer erstmal alles durch. So. Das sind alles Einbahnstraßen, die ich hier gerade baue. Ein Stück zu weit gebaut. Ach gut, das ist blöd. So ist gut. Gut. Hier dürfen sie hin und her fahren. Das bietet sich an der Stelle einfach an. Gut, gut, gut. Wie machen wir weiter? Auch hier. Dann machen wir hier irgendwie diese Kurve nach, soweit es geht. Ja, genau. Sehr schön. Nee, das war natürlich blöd. Das ist leider auch völlig blödsinnig. Ich muss hier hin klicken. Dann geht es besser, genau. So. Haben wir eigentlich hier alles versorgt? Ja, hatten wir schon gemacht. Was brauchen wir denn? Ein Ärztehaus wäre echt super, glaube ich. So. Wie ist denn eigentlich mal mit einem richtigen Krankenhaus? Kostet 2.400 pro Woche. Und wäre, glaube ich, hier in der Mitte echt besser. Aber da habe ich was vor, deswegen ist das da nicht gut. Nee, wisst ihr, wir bauen ein Ärztehaus. Und zwar hier. Und hier. Unterbrochene Stromnetze. Was? Wir haben unterbrochene Stromnetze. Wo denn? Ah, ich glaube, hier hat er sich noch nicht ganz durch und so. Strom haben wir ja auch genug. Das war vielleicht, weil sich hier was gebaut hat, bevor die eigentliche Verbindung geschaffen war. Was war ich denn jetzt bei Gesundheitswesen? Dann braucht man natürlich eine Feuerwache. Diese Kreuzung bietet sich an aufgrund der Einbahnstraßen. Wir brauchen auch ein Polizeirevier.
Und wir brauchen hier hinten definitiv eine Schule. So. Und vielleicht auch nochmal eine Oberschule. So. Eine Universität gibt es ja schon. Was haben wir eigentlich hier? Einzigartige Gebäude. Statue des Wohlstands. Kostet mich 400 die Woche. Die Statue ist die Personifizierung des Wohlstands der Stadt. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Okay. Das ist etwas, was ich noch nicht gehört habe. Na gut, das ist ein Randgebiet, hatte ich ja schon gesagt. So. Wir haben hier mehrere Sachen. Transportturm. Der Transportturm ist ein großes Bürogebäude, das besonders auf die Bedürfnisse von Transportfirmen zugeschnitten ist. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Freundlicher Stadtpark. Quelle von Leben und Tod. Okay. Wie groß sind die? Die sind alle ziemlich groß. Was haben wir hier? Ein Opernhaus. Irgendwie ist alles für einen Weltraumlift nötig. Naja gut, das gucke ich mir nochmal an. Monumente. Okay. Gebe ich ehrlich zu, habe ich bis jetzt völlig übersehen. So, machen wir hier nochmal den Kommerz rein. Ich wollte aber eigentlich einen kleinen Park bauen. Platz mit Bäumen, Platz mit Bäumen. Ein Basketballplatz. So. Ja, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. So. Gut, dann haben wir hier jetzt neue Wohngebiete auszuschreiben. Und die werden mir auch gerade aus der Hand gerissen. Das wird überarbeitet und dieser Teil muss hier überarbeitet werden, definitiv. Und das will ich noch in diesem Part schaffen. Auf die Weise würde der Park angeschlossen werden. Hier können wir nochmal etwas Kommerz hinmachen. So, der Park hat gerade eben Strom bekommen. Gut. Und wir werden gleich, meines Erachtens nach, wieder eine, wie nennt sich das, ein Meilenstein erreichen, weil wir die 28.000 erreichen. Gut, dann haben wir hier unten wieder mal die Möglichkeit, eine schöne Straße zu bauen, die halt hauptsächlich schön sein soll und so ein paar Küstengebiete
gleich schließen soll. So. Ungültige Form. Ja, ich glaube, das war hier ein bisschen blöd gesetzt. Ah, doch, ich konnte es retten. Gut, dann machen wir mal so. Dann haben wir hier nämlich nochmal ein paar gering besiedelte Gebiete. Das hier nochmal einmal sowas. Hier ist nochmal ein gutes Wohngebiet, also ein großes meine ich natürlich. So. Das eine, was ich da freilasse, wird nochmal ein Büro. Zack. Ja, und damit blüht der Teil der Stadt. Gibt es irgendwo ernsthafte Probleme? Naja, wir haben natürlich hier wieder ein bisschen Arbeitslosigkeit, genau. Nicht Arbeitslosigkeit, sondern Beschäftigungslosigkeit. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Im Normalbetrieb. Hier hinten geht jetzt schon einiges, das war auch zu erwarten. Wir können an dieser Stelle nochmal eine Einbahnstraße bauen. Hier drauf zugeht. Damit ersparen wir manchen Trucks eventuell den Kreisverkehr, nämlich die, die nach da unten wollen. Weiß ich nicht, ob es das gibt, müsste man beobachten. Weil jetzt wollen eigentlich alle hier mit zu dem Bahnhof. Auf der anderen Seite könnte... Oh, jetzt ist es, was ich gesagt habe. Was haben wir denn hier? Den Hafen. Und den Hafen. Frachthafen. Und Passagierhafen. Schiffe und noch eine Kachel darf ich kaufen. Ja, sehr schön, oder? Haben wir irgendwelche ernstzunehmenden Probleme? Eigentlich nicht, sonst würden hier überall Dinge über den Häusern wackeln. Können wir mal ganz kurz durchklicken. Die Bildung ist auf einem erträglichen Niveau. Naja. Ja doch, ich finde schon. Die Zufriedenheit ist im Großen und Ganzen ziemlich hoch. Gesundheitswesen bin ich sowieso relativ top unterwegs. Das war bei Cities XXL auch so. Da habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, schlecht zu sein drin. Dann haben wir die Ebenen. Wir haben schon ziemlich viele, die auf der höchsten Stufe sind. Naja, hier noch nicht. Das ist die vierthöchste Stufe. Ich glaube, von den Wohnhäusern ist noch keins auf der Stufe 5. Erhöhen Sie den Bodenrichtwert, um die Verbesserung von Gebäuden zu ermöglichen. Der Bodenrichtwert steigt durch Parks, Plätze und gute Dienstleistungen. Ah ja. Gut zu wissen. Wind ist sowieso unwichtig. Verkehr. Ja, diese Hauptverkehrsader hier brummt jetzt natürlich. Da werde ich mir nochmal was überlegen müssen. Und es wird kommen. Gebt mir die Zeit. Lärmbelästigung. Geht natürlich hier von dieser Industrie ganz extrem aus. Dann. Nee, achso, das war nicht. Das war Umweltverschmutzung. Das ist die Lärmbelästigung. Ihr seht, diese Autobahn ist gar nicht so dramatisch. Aber da, wo früher die Windräder gestanden haben, ist es nach wie vor sehr laut. Warum das denn? Erschließt sich mir nicht.
Feuersicherheit. Hier ist es nicht allzu sicher und da ist es nicht allzu sicher. Und hier oben haben wir nicht mal Wasser. Okay. Sag doch einen Ton. Hier haben wir einen Toten. Momente mal, was haben wir denn hier? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir haben ja hier unser Krematorium. Da sind alle Wagen im Einsatz, okay. Wir haben hier unseren Friedhof. Aber ich gehe davon aus, sobald ich in 2 Minuten hier nochmal hingucke, ist das erledigt. Gut. Wo waren wir denn jetzt? Kriminalität ist in Ordnung. Achso, ich wollte noch eine Feuerwehr bauen. Das hier ist im Großen und Ganzen unser Liniennetz. Und wir haben 1400 U-Bahn-Nutzer. Das ist doch schon mal super. Dann haben wir Bevölkerungsdurchschnitt. Hier wohnen immer noch die Senioren. Fast auf dieser Seite gar nicht. Obwohl, hier waren mal alles Familienhäuser. Jetzt ist das eher weg. Okay. Bodenrichtwert. Hier ist es am wertvollsten. Trotz des Öls, welches ich da nicht verwende. Naja, gut. Ich habe es angekündigt und ich werde es jetzt machen. Ich werde dieses ganze Gebiet hier in der Mitte neu konzipieren und rausreißen. Das funktioniert so nicht. Und das gefällt mir auch nicht. So. Das fängt an mit diesen Straßen. Ich muss wahrscheinlich einige Buslinien am Ende neu planen. Dieses Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. So. Jetzt löst sich erstmal alles kurz auf, was kein richtiges Gebäude ist, also kein gekauftes von mir. Ich glaube, hier stand nämlich irgendwas bei. Jetzt ist natürlich Sinn der Sache, diese Einbahnstraße hier hinzuführen. Gut. Dann nehmen wir natürlich dieses Tool. So. Das sieht wenigstens ein kleines bisschen nach was aus. Wir hatten hier eine Autobahnauffahrt, bitte merken. Gut. Diese Straße ist hier auch nicht mehr haltbar. Aber dafür gibt es dieses Aufwertungstool. Das ist aber nicht aufwertbar, weil hier was im Weg ist. Etwas, was ich von Hand gebaut habe. Oder nicht? Nee, doch nicht. Dann reißen wir die mal ab. Neubau. Doch, ich wusste doch, hier ist irgendwas, was mir gehört. Eine Grundschule. Kommt erstmal hier hin. Und dann grundsätzlich wird dieser hier auch mal begrünt. Tja, hier gehört wieder dieser Park mir, der da ist.
Tut aber, glaube ich, auch nicht Not an dieser Straße, außer vielleicht, dass man das hier macht. Das hier war eine Einbahnstraße, genau. Und dieses habe ich vergessen. Gut. Gibt es denn auch begrünte Sechserstraßen? Ja, gibt es auch. Aber das sind diese hier. Also es macht durchaus Sinn, mal zu gucken, was man noch so hat. Was ist denn hier los? Achso, das ist eine Bushaltestelle, okay. Weil man kann dadurch den Bodenwert erhöhen. Und ein erhöhter Bodenwert bedeutet halt in diesem Fall, dass hier Stufe 5 Gebäude eventuell spawnen könnten. So, weiter brauch nicht. Das hier war die Einbahnstraße. Auch hier dürfen gerne überall Bäume hin, wo es nötig ist. Offensichtlich ist die Straße einen Ticken breiter, weil sie automatisch ein paar Gebäude abreißt. Okay. So. Weiter geht das. Ach ja, guckt mal an, er hat hier schon automatisch Bushaltestellen hingelegt, von denen er nicht mehr wusste, wo die sonst sein sollen, nachdem ich hier das abgerissen habe. Also ich muss sagen, von der Warte ist die KI, oder was heißt KI, ist das System sehr freundlich uns Spielern gegenüber. So. Nee, das wollte ich gar nicht. Wenn, dann diese hier. Eine Sackgasse muss halt hier sein, dafür ist hier viel zu viel schief gelaufen. Des Weiteren hatten wir hier ja schon diese Abfahrt. Die behalte ich bei, so gut das mir möglich ist. Genau, wir gehen mal auf diese Entfernung. Und so. Dann haben wir hier den Teil. Den brauchen wir aber an dieser Stelle hier. Trotzdem so eine, damit die auch die da rausfahren können. Und hier war ja ursprünglich mal eine Auffahrt nach da, genau. Das können wir auch so lassen. Guter Letzt machen wir noch das hier. Und hier kommen alles Büros und Wald. So. Autobahnnähe ist für mich immer Büronähe oder Bürogebiet. Ich glaube, damit schütze ich meine Bewohner ganz gut.
Die Büros beschweren sich darüber ja nicht so sehr. So, genau. Dann machen wir durchaus noch ein bisschen Kommerzielles. So. Und dann gibt es durchaus wieder auch Bewohner, Leute. Aber Stufe, oder dicht besser gesagt, nicht Stufe. Gut. Genau, wir hatten diese Grundschule. Von der will ich nochmal probieren, wo sie am sinnvollsten steht. Ich glaube nämlich, dass das war durchaus schon hier sehr sinnvoll. Und ich glaube, ich würde es auch dabei lassen wollen. So. Ja, wenn ich jetzt auf Play drücke, wird ganz schön viel passieren. Es wird viele auswandernde Menschen geben. Einfach weil ich so viel auch abgerissen habe. Wir drücken jetzt einfach mal auf Play. Oh, das ist die 3, das will ich gar nicht. Und dann beenden wir diesen Part gleich. Ich baue hier noch schnell diese Baumwand, die ich an der Autobahn gut finde. Schaltschutzautobahn ist es ja sowieso überall. Ja, und dann bauen sich hier auch schon die Büros rein. Und das Letzte, was wir jetzt noch überprüfen, ist, was mit den ÖPNV hier passiert ist. Genau, hier ist nämlich ein Gelber. Das wusste ich, dass er das nicht hinbekommt, richtig. Das Problem ist, ich sehe auch nicht durch, was er da gemacht hat. Warte mal, wir machen einfach mal das hier hin. So. Dann gucken wir mal, was wie wo hier passiert. Ah ne, das wollte ich gar nicht. Bleib mal schön da. Ich wollte den mal hier hinlegen. Das hier scheint eine Einbahnstraße zu sein, genau. Wenn ich den also da hinlege. Warte mal, wir legen das da hin. Ich würde gern diese zweimal Kreise auflösen. Weißt du was, ich mache das so. Genau, ich kann die ja wegklicken. Und in den Kreis fährt er eigentlich, um hier hinzukommen. Ansonsten, verstehe. Ansonsten würde er nämlich so fahren wollen. Das finde ich auch ziemlich ausreichend. Er hält einfach mal hier an. Und dann nochmal hier. Und gut ist das. Jetzt gucken wir uns mal diese Linie an. Macht die irgendwas, was nicht sinnvoll ist? Ja. So, sie wollte hier nur wenden ursprünglich, ne? Genau. Ist natürlich blöd. Deswegen fährst du jetzt bis hier. Und hältst auch hiermit an, logischerweise. Wir kriegen jetzt hier meine blaue Linie wieder. So.
Weißt du was? Ihr haltet einfach alle da an. Ich sehe keinen Grund, warum ihr da alle nicht anhaltet. So. Außerdem da und da. Nee. Da. Die lilane Linie, welche waren das? Das ist die, die hier die Einbahnstraßen fährt. Ja, jetzt habe ich die hier reingeholt. Da müsste ich von allen den Stationen auflösen. So. Und jetzt wieder so. Gut. So. Gut, ich denke, das hat sich soweit einbekommen. Neustadt ist natürlich relativ schlecht angebunden. Das gebe ich nach wie vor zu und das muss sich auch nochmal ändern. Aber dieser Stadt, dieser Verkehr hier oder dieser Punkt hier in Altstadt musste sich unbedingt nochmal verbessern. Ist jetzt auch kein Beinbruch, sieht jetzt natürlich ein bisschen kahl aus, wird sich aber definitiv erholen. Ihr dürft auch nicht vergessen, bis am Anfang der Folge war ja hier noch nichts. Und gegenwärtig sieht das so aus und das schon top. Wir können noch mal eins machen. Wir können noch mal einen letzten kleinen Anreiz schaffen. Zack. Und das Ganze hier. Und damit ist das eigentlich gar keine Frage mehr. Hier wird sich was ansiedeln. Punkt. Oh, oh, ein Gebäude ist abgebrannt. Wie sieht's denn aus bei euch? Ihr habt genug, oder was? Ich frage mich, warum nicht so viele Wagen im Einsatz sind, wie sein könnten. Naja, gut. Ich denke, die Müllsituation dürfte überall relativ entspannt sein. Ja. Gut. Mit Überlänge diesmal machen wir hier Schluss für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Freue ich mich, nützt mir. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part von Let's Play City Skylines. Und unserer tollen Stadt. Bis dann, euer Nevis.